Dass auch Kombis betörend schön sein können, wissen Autofans seit Jahren. Ein weiteres Beispiel dafür feiert derzeit auf dem Genfer Autosalon 2014 seine Weltpremiere. Und nicht nur Volvo-Freunde hoffen, dass die Schweden auf dem Weg zur Serie nicht der Mut verlässt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich beim Volvo Estate Concept um eine Studie. Einige Designelemente hiervon sollen sich aber immerhin am V70-Nachfolger namens V90 wiederfinden. Wir sind gespannt.